Hallo liebe Zuschauer von OrtsTV. Es ist jetzt ziemlich genau 10 Jahre her, da hat OrtsTV seinen Sendebetrieb für die Einheitsgemeinde Barleben aufgenommen. Und in diesem Jahr, da gab es auch wirklich sehr viel zu berichten, denn es war 950 Jahre Barleben und das ist ja beileibe wirklich umfangreich gefeiert worden. Es ist jetzt 10 Jahre her. Also jetzt 960 Jahre Barleben und auch das soll gebührend gewürdigt werden. Bei mir sitzt Wolfgang Buschner vom Mehrgenerationenzentrum. Wolfgang, dieses Wochenende, 29. 30. April, 1. Mai, da habt ihr wirklich eine Menge vorbereitet. Fangen wir doch mal mit dem Freitag an. Das Mehrgenerationenzentrum hat im Auftrage der Ortschaft Barleben sozusagen die Federführung übernommen. Und ja, wir haben eine Menge zu tun an diesem Wochenende. Wenn du sagst, wir wollen mit dem Freitag anfangen, so werden um 15.30 Uhr bereits die Stände auf dem Hof der Mittellandhalle öffnen. Um 18 Uhr gibt es dann das traditionelle Setzen des Maibaums. Das heißt, die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr werden mit Manneskraft den Maibaum hochhieven. Der Schützenverein wird mit Böllerschüssen dabei sein. Also es geht doch ziemlich rustikal zu. Zuvor jedoch auf der Bühne im Hof der Mittellandhalle noch das OK Live Ensemble, die im Prinzip mit ihrem Programm das ganze Festwochenende sozusagen einläuten. Um 19 Uhr in etwa gibt es auf dem Hof der Mittellandhalle auf der Bühne Fantastic Five. Fantastic Five ist die MDR-Kultband und die werden, das kann ich versprechen, bis ungefähr 23 Uhr den Hof der Mittellandhalle schon rocken. Dann geht der Freitag hoffentlich harmonisch zu Ende. Man muss ein bisschen Zeit einplanen, um sich auszuruhen. Genau. Denn am Samstag geht es ja dann gleich wieder volle Kanne los. 14 Uhr. Da öffnen die Stände auf dem Hof der Mittellandhalle und um 15 Uhr geht es dann los mit dem Programm. Die Ballettschule Barleben wird dabei sein. Es wird ein Shanty-Chor dabei sein. Wir haben die Partymacher dabei. Das ist eine Truppe, die genau das machen, was der Name verspricht. Also richtige Party. Und da kann ich nur sagen, da brennt's hier auf dem Hof der Mittellandhalle. Jetzt sind die Barleber ganz besonders tierlieb und im Laufe des Nachmittags habt ihr euch noch was Besonderes einfallen lassen. Ja, da haben wir uns eine ziemlich irre Geschichte einfallen lassen. Und zwar suchen wir den schönsten Hund von Barleben. Das heißt also, wenn Sie der Meinung sind, hey, mein Pfiffi, das ist ein richtig toller Kerl, kommen Sie einfach vorbei. Wir treffen uns um 16.30 Uhr vor dem Eingang zum Hof der Mittellandhalle und laufen dann zur Bühne und dann werden die Hunde, sagen wir mal ähnlich wie ein Model, über die Bühne laufen und eine fachkundige Jury und natürlich das Publikum werden dann bewerten, wer sind die schönsten Hunde von Barleben. Es gibt natürlich auch Preise, die ersten drei werden prämiert. Das ist der Nachmittag, aber für den Abend habt ihr ja auch noch was vorbereitet. Ja, am Abend kommt ABBA for You. ABBA for You ist die am besten und am meisten geehrte ABBA-Revival-Band Europas. Die werden hier auf dem Hof der Mittellandhalle gegen 20.30 Uhr zu Gast sein. Da gibt es ein Bühnenfeuerwerk, da gibt es ein musikalisches Feuerwerk. Es wird einfach toll werden. Und gegen 22.30 Uhr oder je nachdem, wie die Dunkelheit einsetzt, haben wir da noch eine Feuershow vorbereitet. Dann müsste man wieder nach Hause, sich möglichst gut ausruhen, damit man dann für den Sonntag nochmal fit ist. Ja, am Sonntag gibt es auf dem Parkplatz Nord den großen Schaustellerpark. Ich muss allerdings dazu sagen, der Schaustellerpark ist bereits ab Freitag da. 29., 30. und 1.5. Am Sonntag, den 1.5. arbeitet der Schaustellerpark dann von 12 bis 21 Uhr. Es sind eine ganze Menge Fahrgeschäfte, auch Fahrgeschäfte, die nicht immer so ganz üblich sind. Also man sollte einfach mal hinschauen. Mutti, Vati, Oma, Opa und natürlich für die Kinder. Es ist für alle etwas da und fürs leibliche Wohl ist auch gesorgt. Das ist natürlich immer wichtig. Also, liebe Zuschauer, Sie sehen das letzte Wochenende im April mit dem Übergang zum Mai. Wer da nicht im Barleben ist, der ist wirklich selber schuld. Merken Sie sich das vor und genießen Sie das, was man hier für Sie vorbereitet hat.